rausgekommen, der Ali. Und Ja. eine 47-jährige Julietta, ja, eine heiße deutsche Schnecke. Ja, und der Ali schläft mit dieser 47-jährigen Milf, geile Milf. Was würde dann passieren? Würde das dann genauso viral gehen, wie wenn Igli mit einer 20-jährigen eine Beziehung führt? Ja, das Ja, würde ich das ist jetzt gerne richtig. mal wissen, was da passieren Ja, würde, wenn der gut, Ali aber wieso nicht? 18 Aber mit 47-jährigen es geht Frau. nicht, es geht, ja, Dann also würde ich das verstehe. heißen, boah, voll die geile Milf. Ja, Ja? glaube ich. Nur es geht darum, es geht nur darum, Dann würde es aber so heißen. damals war ich ja nicht so fame bis jetzt. Da hat ja Genau. genau, da hat sie ja recht, da hat sie in der Richtung, hat sie recht, ja. Ich gebe die Frauen ungern recht, muss ich ehrlich sagen, aber jetzt hat sie mal Darf recht, ich mal gerade noch etwas sagen? ja. Also ich nehme absolut niemanden im Schutz. Du hast mich weder bezahlt oder sonst was. Ich kenne dich nicht mal. Ich Ich folge kann dir die auch seit nicht. Und ich gestern folgte. erst. Guck mal, ich folgte jetzt. Ich folgte Ich jetzt. sage dir mal nur eins. Kim Kardashian, wer heute nicht Kim Kardashian, wäre ihr Sextape nicht draußen Ja, gewesen. Mann, Es genau. dreht sich, die halbe Welt dreht sich nur um Geld, um Fame, um. Natürlich, die Mädchen, die 17 sind, 16 sind, 15 sind, wo jetzt alle so groß reden, oh, du bist Mutter, oh, man muss sie beschützen. Ja, ein anständiger 15-Jähriger, eine anständige Genau, 18-Jährige, genau 17-Jährige, das. wo Tarbiyat Erziehung genossen hat zu Hause. Genau, ganz genau Natürlich, das. da setze ich mich gerne dafür ein, wenn das missbraucht wird. Aber diese Mädchen, ob ich bitte euch, mit 15 Jahren, ob mit 15, mit 16, 17 oder 18, wenn ich mir die heutzutage angucke, die Nägel bis da vorne, die Möpse raus, Ärsche raus, mit 15 Jahren sehen die durchgefickter aus wie eine Hure, die anschaffen geht. Das Ja, ist genau die das ist es. Realität, Leute. Genau das Es ist redet es. keiner über die Ganz kurz was Mädchen, die anständig sind oder die Erziehung genossen haben. Hallo? Darf ich Ja, kurz was Mimi sagen? möchte was sagen. Warte, Mimi möchte. Ich bin der Moderator, ich meine, bist du erstmal Mimi rein. Ich habe gerade in den Kommentaren gelesen, dass Leute geschrieben haben, sie würde mich gar nicht kennen und so. Leute, ganz kurz, 2017, 18, 19, nee, 2019 hat sie bei mir gewohnt, weil sie von zu Hause abgehauen ist. Also sagt bitte nicht, nur weil sie in ihrem Live sagt, dass sie mich nicht kennt, dass die mich nicht kennt, weil ihr kennt die nicht. Und ich glaube, anhand dessen sieht man ja schon, dass die einfach lügt, weil die erzählt in ihrem Live, die kennt mich nicht. Aber die hat Aber bei sie mir hat bei dir gewohnt. Ich gewohnt. Sie hat bei dir gewohnt. guck jetzt kurz Screenshots, weil meine Freundin hat mir tatsächlich gestern noch auf Snapchat diesen Jahresrückblick von vor 3 Jahren geschickt, wie Medina bei mir gewohnt hat. Ich gucke jetzt, ob ich das hier irgendwie einblenden kann und dann seht ihr ja, dass ich nicht Nee, du lüge. musst überhaupt hier Wenn nichts beweisen, weil ja, ich Fakt habe ist das. jetzt hier ganz klar, mit Stopp-Automatronik, ganz kurz. Hier geht es ganz klar hier um Igli und über diese Ex-Freundin. Und diese Ex-Freundin, jetzt wo alles, und ich habe gestern und auch schon gesagt zu dir, Igli, ich glaube das nicht, dass du kein Pädophilo bist, dass du Frauen schlägst, habe ich dir auch gesagt. Ich stehe dahinter. Ich habe dir auch gesagt, wir werden alle diese Maulwürfe und alles, wer das hier versucht hat, dich hier über dich zu ziehen, dich zu erpressen, weil es anscheinend auch hier ums Geld und Fame nur das geht, aber hier geht's, das ist schon mörderisch. Und das geht Ja. 0,0. Hier geht's um Ja, deinen Ruf. erstens Jetzt das geht's und um dann hier was. deinen Ruf Erstens und den das du, und die ja. versuchen sich ja, Taxi, die haben ja versucht zumindest, ich sagte ehrlich, ich war heute ein bisschen, ich bin ja normalerweise sehr gelassen, ja. Ich war heute mit meiner Freundin, die steht hier gerade neben mir, war heute ein bisschen frische Luft, aber sagt, komm Schatz, wir gehen ein bisschen, ich wollte normal nicht so gehen, aber er hat gesagt, komm, wir gehen ein Guten bisschen Abend, liebe unten, ein bisschen, Freundin. ja. Und das Schönste ist ja,